whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute sind wir bei den FAQs, ja, schon Nummer 12. Ich versuche da jeden Monat eine solche Fragerunde zu machen. Und 12 sind jetzt schon beieinander, sodass wir jetzt schon ein ganzes Jahr lang diese FAQs machen. Und es trudeln regelmäßig hübsch Fragen ein. Und auch dieses Mal habe ich wieder ein paar ausgesucht. Und zwar, die erste Frage stammt von einem User aus dem Internet und der stellt die Frage, was sind die meisten Kommentare und Meinungen von nicht gebildeten, nicht Leute, die sich nicht so sehr um das Hintergrundwissen von Whisky gebildet haben, die aber dennoch so casual Whisky-Drinkers sind, also so Gelegenheits-Whisky-Konsumenten sind. Ne? Da bin ich mal weit in mich gegangen, habe mal gefragt, was kriegt der überhaupt für Fragen? Ne? Und die meisten Kommentare, die ich in dieser Hinsicht bekomme, ist, diese modernen ganzen No-Age-Statement-Whiskys, und da habe ich mal ein Video über No-Age-Statement-Whiskys gedreht, die sind alle schlecht. Und Whiskys mit einer Altersangabe sind besser als Whiskys ohne Altersangabe, also jüngere Whiskys. Ist das wirklich so? Man hört sehr, sehr viel darüber, dass also diese neuen Whiskys ohne Altersangaben sehr schlecht wären. Und ich muss zugestehen, dass ich hin und wieder für solche Aussagen auch empfänglich bin. Aber ich probiere hier immer noch sehr, sehr regelmäßig auch Whiskys ohne Altersangabe. Und die einen sind gut und die anderen sind nicht so gut. Also es gibt durchaus richtig gute Whiskys ohne Altersangabe, die Whiskys mit Altersangabe deutlich ausstechen können. Ja. Hier ist so ein schönes Beispiel. Dieser Oban. Der wurde 2000 gebrannt und 2009 in die Flasche gefüllt, also gerade mal 9 Jahre alt. Verkaufte sich für 200 und ungrad. War also richtig abartig im Preis, war aber vom Brennereimanager als das beste Fass der Brennerei, unabhängig vom Alter, ausgewählt worden und dann mit ein paar anderen zu einem großen Komitee von 27 sehr whisky-gescheiten Leuten, die also innerhalb dieses Konzerns, zu dem die Brennerei Oban gehört, Diageo, dort den Master Blender und wie auch immer, diese Personen, auch andere Brennereimanager, die auch ihre Fässer mitbrachten und die haben nun abgewogen, haben gesagt, dieses hier ist von Oban das Beste und das ist nun mal gerade mal 9 Jahre alt. So, wenn man jetzt sagt, ja, aber ein 30-Jähriger muss doch besser sein. Nein, muss er nicht. Ich bin dagegen zu sagen, ein 3-jähriger Whisky kann besser sein als ein 12-jähriger Whisky. Also da bin ich weit von entfernt, das prinzipiell sagen zu müssen. Wenn man aber alles richtig macht bei einem jungen Whisky, dann muss er nicht schlechter sein als ein anderer. Kann sogar, wenn man diesen 12-jährigen Whisky vernachlässigt hat, indem man da ausgelutschte Fässer verwendet hat, kann der 3-jährige Whisky durchaus besser sein als der 12-jährige, wenn der halt in nicht mehr aktiven Fässern lag. In die gleiche Kerbe schlägt die nächste Aussage. Teure Whiskys sind besser als billige Whiskys. Wenn ich mir diese ganzen Ringeltauben anschaue, die da zu 100 Euro in begrenzter Auflage auf den Markt kommen, dann muss ich sagen, stimmt es auch nicht wirklich immer. Da gibt es also durchaus Whiskys, die jetzt sagen wir mal 15 Jahre alt sind, wie ein Dalmore 15 oder Dalwhinnie 15 Jahre, die schlagen mit ihren normalen Preisen diese besonderen Whiskys, die es in limitierter Auflage gibt. Sie kennen die üblichen verdächtigen Brennereien, können die durchaus schlagen. Also teuer heißt nicht immer besser. Und dann natürlich so diese Aussagen, ja, Scotch Whisky ist immer besser als irischer Whisky. Das liegt daran, dass mehr Leute schottischen Whisky mögen als irischen Whisky. Der schottische Whisky hat also weltweit eine viel, viel höhere Verbreitung als der irische, weil Irland hat ja im Prinzip nur
ja, jetzt mittlerweile wieder 3,5 Brennereien mit entsprechenden Mengen, die da produziert werden, und die Schotten produzieren, also holt sich bis zum Anschlag. So, und deswegen sagt die Masse, schottisch ist besser, muss aber nicht besser als irisch sein. Und auch der Bourbon. Wir haben ja hier einen Bourbon versus Scotch gedreht. Ja, nicht ganz ernst gemeinte Zwiesprache mit meinem Sohn. Da muss man sagen, Bourbon muss nicht schlechter als Scotch sein. Muss aber auch nicht besser als Scotch sein. Also jeder dieser Whiskys hat seine eigenen Qualitätsmerkmale und seine Besonderheiten, weswegen manche Leute diesen Whisky halt besser finden als andere. Ne? Nur weil es mehr Leute sagen, muss es nicht stimmen. Ne? Und dann die größte, letzte Aussage, die man so überall kriegt, ja, früher war Whisky besser als heute. Das ist jetzt aber nicht nur auf denjenigen gemünzt, der also seltener Whisky probiert, sondern das gilt ganz besonders für die Leute, die mehr Erfahrung haben. Und dann, so, es liegt aber daran im Prinzip, das ist eine kleine Verwirrung der Menschen. Sie haben seit damals so viel gute Whiskys hinterher getrunken, dass wenn man heute einen guten Whisky trinkt, ich sage immer genießt, weil Trinken hat sowas mit Wirkungstrinken zu tun, einen guten Whisky genießt, dann ist das nichts Besonderes mehr. Früher, als man mal einen guten Whisky unter den vielen, oder einen guten Single Malt Whisky unter den vielen, vielen Blends probiert hat, da war der was Besonderes. Und deshalb war der damals viel besser als der Schnitt. Heute haben die alle nachgelegt. Heute haben alle ziemlich guten Single Malt Whisky. Drum sind die Whiskys nur noch anders. Man kann aber nicht sagen, der heute, weil er sich nicht mehr von den anderen abhebt, er wäre nicht mehr so gut. So, nächste Frage. Welche Brennerei sollte ich, ja, die Urlaubssaison kommt, welche Brennerei sollte ich besichtigen? Und zwar A, nach dem Erfahrenen oder dem Unerfahrenen, zuerst dem Unerfahrenen Genießer, welche sollte der sich anschauen, und dann der Erfahrene, der viel kennt, welche sollte der denn unbedingt besichtigen? Habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Mir sind 3 Whisky-Brennereien sehr, sehr positiv aufgefallen bei den Besichtigungstouren. Und zuallererst ist das Glenfiddich. Ja, der Massen-Single Malt, den kann man doch nicht besichtigen. Ja, der weiß aber, was die Massen wollen. Die Massen wollen nämlich vielleicht eine Führung in der Landessprache, in ihrer eigenen Sprache. Und das kann Glenfiddich für in der Sommerzeit, wenn sie viele Aushilfskräfte aus dem Ausland haben, kann das bieten. Sodass man da also weitaus mehr mitbekommt. Dann sieht man dort auch sogar den gesamten Prozess bis hin zur Abfüllung in die Flaschen, was man bei vielen Brennereien oder bei den meisten Brennereien nicht sehen kann. Man hat auch noch das uralte Equipment, eine Mashtun ohne Deckel. Jo. Oder ja, dann die nächste Form, also mit so einem gusseisernen Mashtun ohne Deckel, wo man diese Mischding da drin sieht, dann die nächste mit dem Deckel drauf. Und also super altes Equipment, nicht nur am Leben erhalten, sondern im vollen Einsatz, das bringt's. Dann als zweite Brennerei Aberfeldy. Und Aberfeldy hat ein User Experience mit so Tischen, an denen man riechen kann. Eine tolle Multimedia-Show. Ein Modell einer Brennerei, wo man drüber stehen kann und sich das ganze Ding anschauen kann. Also mehr den übergeordneten Zusammenhang der Brennerei feststellen kann. Also da ist Aberfeldy, ja, die sind auch stark auf Busse eingerichtet, da viele Leute kommen. Die wissen also auch, was der Einsteiger hier sehen und hören will. Und als dritte Brennerei, Dallas Dew, die nicht mehr produziert, die heute ein Museum ist. Ja, man rechnet gerade durch, ob da ein Kleinbetrieb sich für das Museum rentieren könnte. Ja, und hier ist halt der Vorteil an diesem Museum der alten Brennerei, dass man wirklich an die Geräte ran kann, dass man eine Brennblase anfassen kann, dass man mal hinten ohne Brennblase rumgehen kann. Also da ist ja Whisky-Brennerei zum Anfassen. Das ist also richtig, das bringt einen weiter. Ne? Das ist so eine self-guided Tour. Man musste also nicht mit irgendeinem da durchrennen, und wenn der da nicht stehen bleibt, dann musst du dem da hinterherlaufen und trotzdem. Allerdings, man sieht da nicht die Maische blubbern im Bottich irgendwo. Ja, das sieht man leider nicht. So, und dann
Auf der anderen Seite, was waren denn so die Brennereitouren, die mir also am besten gefallen haben, wo man am meisten gesehen hat, für jemanden, der wirklich Erfahrung hat? Und da muss ich sagen, das war die Beaumont-Brennerei auf der Insel Islay, wo man ja auch hinein in die alten Lagerhäuser kam. Müssen Sie fragen, ob die Lagerhäuser in der Tour mit drin sind. Ich glaube, die sind nicht immer zugänglich. Und diese Lagerhäuser liegen unter dem Meeresspiegel, da tropft das Wasser von der Wand, da ist dämpfig. Boah, schwer. So, also da hat man zusammen mit den Malting Floors, die die dort noch haben, also der eigenen Melzung, sieht man auch dort relativ viel und hat dann viel, viel bessere Vorstellungen davon. Ich glaube, es gibt noch 5, 6 Brennereien, die tatsächlich selber melzen. Und Beaumont ist nun eine davon. Also, wie heißt es so schön? Highly recommended. Und die andere Brennerei ist McKellen, die ich schon ein paar Mal besichtigen durfte. Und dort hat man eine so große Vielzahl an Brennblasen mit den verschiedensten Formen, den verschiedensten Anordnungen. Also dass es gerade ein Traum ist, dieses ganze Equipment dort im Leben zu sehen. Und es gab auch Zugänge zu Lagerhäusern, wo man die großen Sherryfässer liegen sieht. Und ich persönlich, aber das glaube ich, ist nicht in der Tour mit drin, habe auch eine Führung durch die klimatisierten Lagerhäuser, die sie 1994, 95 gebaut haben, in dem dann die Fässer in Stahlracks liegen, habe ich bekommen, was also auch einen hervorragenden Einblick in die Vielfalt der Whisky-Lagerung gibt. So, das waren die Brennereien, die ich da empfehlen würde. Dann kam eine Frage, ja, welchen Whisky würden Sie denn gerne mal probieren und haben keine Gelegenheit dazu? Nun, ich habe sogar schon einen Black Beaumont probiert und zwar den alten Black Beaumont, nicht so den neuen für ein paar Tausend, sondern ich habe sogar schon einen alten Black Beaumont probiert. Allerdings hier vor laufender Kamera habe ich halt den neuen probiert, der 42 Jahre alt hatte, der alte hatte nur 30 Jahre. So, also an der Stelle habe ich probiert, was zu probieren ging. Ich habe sogar früher schon auch einen Glenflagler probieren können. Sowas war auch drin. Und ich habe mal ein Little Mill, ja, auch schon lange vorbei, die Brennerei hier, habe ich letztlich probiert. Und da sind, muss man dann sagen, sind diese alten Flaschen mitunter, wie bei diesem Little Mill oder auch beim Glenflagler, nicht so wirklich das, was man sich darunter vorstellt. Also, ja, sodass also meine Neugier auf die richtig alten Flaschen doch dann stückweise begrenzt ist. Ja, man muss da nicht alles haben. Denn es war die gute alte Zeit, in der alles schlechter war als heute. Was ich aber dennoch gerne probieren würde, wäre der in Original Shackleton, wo sie in Antarktika, ich glaube, 11 Flaschen gefunden haben. Ich habe ein Video gedreht über den Shackleton, wo ich die ganze Story über diese Flaschen erzähle, wo also praktisch eine Kiste Whisky in der Antarktis bei Durchschnittstemperaturen unter Null irgendwo vergessen wurde unter einer Hütte und bei irgendwelchen Konservierungsarbeiten im Rahmen von Denkmalschutz oder sonst was, hat man dann diese Kiste gefunden und da hat man nun, ich glaube, 2 Flaschen daraus geborgen gehabt, hat die mit nach Schottland genommen und hat die dann im Prinzip probiert. Und das würde ich gerne tun. Und auf Basis dieses Geschmacks hat man dann aus alten Whiskys versucht, diesen Geschmack wieder zu kreieren. So, der Vorteil von dieser Shackleton-Flasche gegenüber den anderen, die noch da sind, so ein alter Beaumont, 100 Jahre alt oder so, ist, glaube ich, das Älteste, was gerade momentan so rumfleucht und kreucht, ist, dass die über diese niederen Temperaturen konserviert wurden im Geschmack, dass dort also keine Oxidation in der Flasche, naja, sagen wir keine, ist auch falsch, also nicht so viel Oxidation in der Flasche stattgefunden hat, wie bei anderen Flaschen, die dann 100 Jahre in normalen Temperaturen standen. Ja, also das wäre etwas, was ich wirklich gerne mache. Hat Richard Patterson machen dürfen, da hat er meinen voll anerkannten Neid. Wäre auch mal schön für mich. Mal gucken, eine Viertelstunde geredet. Eine Frage habe ich noch, eine kleine Zugabe. In diversen Büchern zum Thema Whisky
stoße ich immer wieder auf die Aussage, dass erst die Erfindung der Column Stills es möglich machte, Whisky aus ungemälztem Getreide herzustellen. Rein vom technischen Ablauf erschließt mich dieser Zusammenhang nicht. So. Stimmt. Hier muss man sich überlegen, wir haben auf der einen Seite Whisky-Genießer, Whisky-Tester, die besondere Geschmacksempfindungen haben. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die sich besonders mitteilen können, indem sie gut journalistisch schreiben können, auch Bücher schreiben. Und wir haben auf der anderen Seite Menschen, die hohes technisches Verständnis haben. Und diese drei Dinge finden sich in der Regel nicht in einer Person. Nee. So, ich bin Ingenieur und habe mich, als die neuesten schottischen Regularien aufkamen, 2009, furchtbar darüber aufgeregt, dass man in die Whisky-Regulations, Verordnung wahrscheinlich, ja, Gesetz ist es nicht, Verordnung, reingeschrieben hat, dass das schottische Single Malt Whisky auf Pot Stills hergestellt werden muss. So, es ist also gesetzlich festgelegt in Schottland oder verwaltungsrechtlich festgelegt, dass Single Malt Whisky in Pot Stills hergestellt werden muss. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. Man kann mit beliebigen Brennapparaturen kann man Whisky brennen, so auch mit diesen Column Stills. Man kann Grain Whisky in Pot Stills brennen, wird zum Teil in Irland gemacht. Meistens wird also gemälztes und ungemälztes Getreide in diesen Pot Stills gebrannt, dann nennt sich das Single Pot Still. Man kann aber auch Malt Whisky, was man früher, welche Brennerei war das? Loch Lomond, meine ich. Da hat man auch ein Malzbier ohne Hopfen auf Column Stills gebrannt. Da kann man nämlich Malt Whisky in größerer Menge herstellen und die Trennung ist auch relativ gut. Nicht relativ gut, die ist besser als auf Pot Stills, dass man hier also dann auch einen ordentlichen reinen Geschmack bei rausbekommt. So, also die Column Stills sind es nicht, denn wie wird denn das hergestellt? Wie wird denn Whisky hergestellt? Man braucht ein Getreidekorn, in dem Stärke drin ist. Und Stärke sind nichts anderes als Polyzucker, also mehrfache Zucker hintereinander. Und jetzt braucht man ein Enzym, Amylase, das teilt das nun in Malzzucker auf. Und dieser Malzzucker lässt sich dann in Alkohol vergären. So, und diese Aufspaltung passiert also normalerweise entweder beim Melzen des Getreides oder aber man macht die ganze Geschichte mit Druck und Temperatur. Und da gibt es auf unserer Webseite zu der Early Times Brennerei, da habe ich so große Kocher gezeigt im Foto. Suchen Sie bei whisky.de nach Early Times und dann werden Sie das finden. Und da geht man hin und setzt diese Würze, diese Stärke unter Druck, nein, Würze ist es noch nicht, unter Druck und Temperatur. Und unter diesem Druck und Temperatur bricht die Stärke auf tatsächlich in Malzzucker. Und so wird der riesige Input für die Column Stills gemacht. Nicht die Column Stills haben das ermöglicht. Nein, diese Druckspaltung von Stärke in Zucker. Häufig gibt man da noch ein bisschen, noch ein bisschen Säure zu. Und zwar den Rest, so Sour Mash Verfahren. Sour Mash Verfahren hilft aber meistens der Hefe dann beim Vergären. Ob es dem Spalten hilft, könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher. So, also diese Druckzuckererstellung, wie man das nennen will, das ist der eigentliche Schritt, woraus man im Prinzip dann aus ungemälztem Getreide Whisky herstellen kann. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie im nächsten Monat hier bei den FAQs wieder einschalten.